Hallihallo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Fear for Fun. Heute geht's weiter mit einer weiteren Folge DayZ. Und ja, wir sind ja letztens hier stehen geblieben. Und das ist halt alles total Aldi. Ah, die Tür hat mich weggeschubst. Das ist nicht so schön. So, ich gehe dann jetzt erstmal durch die ganzen Häuser mal so gucken, ob ich da irgendwie irgendwas an Munition bekomme. Oh, die Tür geht offen? Lol, ey. Ich wusste gar nicht, dass das eine Tür ist. Die sah total komisch aus. Na egal, ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie mein Gewehr nachladen kann. Das Lustige ist, man kann die Leute voll gut verarschen hier, wenn die Scheiße, das passt nicht da rein. Das Lustige ist, wenn man halt eine Waffe in der Hand hat, dann haben die mehr Angst. Und dann kann man wahrscheinlich dann halt, wenn man dann so sagt, so ja, nicht bewegen und legt dann eine Waffe ab, sonst töte ich dich oder sonst irgendwas. Und die sehen, man hat ein Gewehr, dann kriegen die wahrscheinlich Angst und legen dann die freiwillig die Sachen weg oder machen eventuell mal eine Pause. Denn man kann auch hier so einen Mittelfinger zeigen. Ja, ist ein Mittelfinger. Halt, stopp, nein, hi. Und dann kann man sich halt hier ergeben. Das ist eigentlich richtig gut. Weil so kann man natürlich dann sehen, ja, okay, der ergibt sich. Du kannst dann auch einfach halt den beklauen. Und, ja. Ja. Open Tuna. Schön. Stinkfisch. Was ist das denn? Eine Hose? Ja. Bringt mir jetzt nichts so wirklich. So. Das haben sie auch jetzt hier vor kurzem gepatcht, dass man jetzt endlich die Treppen hochrennen kann. Und man ist vorher immer nur hochgegangen. Das war ein bisschen nervig manchmal, wenn da so ein Hochhaus drin war. Mit ganz viele Treppen und so, das war immer, das ging auch voll auf den Sack. Was ist das denn? Ach, ein Waffenreinigungsset. Bohnen. Ja gut, ich habe erstmal meinen Thunfisch. Die Bohnen könnte ich jetzt erst mit, ah, eine Pfanne. Damit könnte ich jetzt erst mit nichts anfangen, weil man braucht auch hier einen Dosenöffner. Und ja, ich mach da lieber in Dinger kombinieren. So, jetzt habe ich 4 Stück davon. So, und ja, man braucht halt einen Dosenöffner für die Dosen. Oder das geht auch mit einer großen Feuerwachs. Oder mit einem Messer. Aber wenn man halt mit die beiden Sachen das aufmacht, dann besteht halt die Gefahr, dass man, hier sagt man schnell, dass dann Essen daraus futsch geht. Und das wäre natürlich nicht so berauschend. Wie sagt man da so schön? Es ist ruhig. Zu ruhig. Oh, Reis. Reis ist richtig gut im Spiel. Und, das liegt dann halt auch daran, da Reis, ich trinke da mal und dann ist das so. Da Reis extrem lange hält und, das natürlich wirklich vorteilhaft ist, weil so braucht man nicht so viel und immer so oft Essen suchen. Und man hat halt Platz für andere Gegenstände, was natürlich einen großen Vorteil hat. Boah, wird mal Zeit, dass ich eine Ding jetzt hier finde. Einen Rucksack oder sowas. Was ist das denn? Ach so, Feuerzeug. Okay. Mal wieder nichts Besonderes hier in den Kabuff. Okay, das ist so eine Art Kopftuch.
Tuch-Dingens. Okay, Bohnen wieder. Weiß nicht, soll ich lieber da lang? Ist hier so. Ah, das ist eh Stadtende. Ich glaube, ich gehe mal da lang. Ich denke mal nicht, dass ich da irgendwo noch was finden werde. Außer Nahrung und Trinken, aber das brauche ich ja erstmal alles nicht. Ja, die ist auch ein bisschen am Luftschnappen. Mistgabel. Was ist das denn? Ein bisschen Angst, wenn die Türen offen sind. Cool. Militärhose. Die hat natürlich ein bisschen mehr Platz, was natürlich sehr gut ist. Und ja. Ich natürlich halt ein paar Sachen mehr mitschleppen kann. Ich nehme einfach mal die Schüssel da, Schussdingsbummens mit. Vielleicht finde ich ja gleich irgendwo eine dementsprechende Waffe, die das gut gebrauchen kann. Das Lustige ist, man springt auch hier auf V. Und nicht irgendwie auf Leertaste, wie man es auch normal kennt. Aber es ist einfach halt alles wieder so eine Gewöhnungssache hier im, vom Spiel. Wenn man es öfter spielt, dann gewöhnt man sich daran. Dann kann man es auch irgendwie nachvollziehen, sag ich mal. Da hinten. Unser erster Zombie. Ey. Guck, wie doof der rennt. Guck mal. Mein Gott. Scheiße, ich blute. Ach komm, ey, das ist doch scheiße. Ja. Das liegt aber irgendwie daran, ich kann nicht überhaupt nicht zocken, weil das so voll am Rumspinnen ist hier, ey, das Spiel. Schnell nehmen. Ich blute. Da liegt auch schon ein toter Spieler.
gerade irgendwie eine Dose auf. Okay. Zu langsam bekomme ich Angst. Jetzt wieder ein toter Spieler. Oi. Bist du Deutsch? Okay, er ist kein Deutscher. Stirb, du Sau! Ich erkenne gar nichts mehr. Jawohl, da ist die Sau tot! Tja, der wollte halt nicht anders. Aber ich brauche jetzt mal ganz dringend hier was, um mich zu bandagieren. Denn ich bin gerade stark am Bluten, wenn es so weitergeht. Oh, das könnte die Rettung sein. T-Interrex. Use, 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 use. Aldi. Wow. Da liegt noch ein Gewehr, ey. Alter Schwede, ey. Der ist heiß. Ja, die ist gerade ein bisschen am Rumsülzen, weil die Schmerzen hat. Was hat denn, ey, schwebende Schüler? Es ist eine Art Schlagstock. Okay, da reißt es jetzt alle. Wir müssen sortieren hier. Okay. Weißt du schon, wie das Ding da reinpasst?
Müssen wir trinken. Trink doch. Aldi, ey. Ja. Prost. Na gut, Leute. Ja, ich mach dann jetzt mal hier Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr seht, es gibt böse Spieler. Habt ihr ja gesehen, zwei tote Leichen unten. Dann dachte ich erst, das ist ein Deutscher. Hab ihn kontaktiert. Er wollte nicht, ja, dann musste er halt sterben. Hatte ich aber auch Glück gehabt, ey. Boah. Naja, egal. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.